Ja, also ich bin die Greta und ich bin 19 Jahre alt. Vor ein paar Jahren haben sich schon meine Eltern darüber informiert, wie meine berufliche Zukunft wird. Da war ich circa 13 Jahre alt. Dann waren wir bei ein paar Veranstaltungen hier, wie zum Beispiel Tag der offenen Tür oder ein Informationstag für Schüler. Und da wurden unsere Fragen sehr freundlich beantwortet und ich habe mich in der Umgebung auch schon sehr wohl gefühlt, obwohl ich noch nicht mal hier begonnen habe. Und da stand das eigentlich schon für mich fest, dass ich hierher möchte. Das Berufsbildungswerk hat sich spezialisiert auf Menschen, die besonderen Unterstützungsbedarf haben im Hören, bei der Sprache, allgemein bei Kommunikation. Das können schwerhörige junge Menschen sein oder auch taube junge Menschen, die über Gebärdensprache kommunizieren, aber auch junge Menschen, die Probleme haben mit der Sprache beim Sprechen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und man kann hier eine Berufsvorbereitung machen oder eine Erstausbildung. Ja, wir machen eine ganz normale Berufsausbildung, wie man das auch in Firmen machen kann. Und die Prüfungen werden von den Kammern abgenommen, zum Beispiel von der Handwerkskammer, sodass man nach Abschluss der Ausbildung auch einen ganz normalen Ausbildungsabschluss hat. Also im Allgemeinen fällt mir die Ausbildung schon schwer. Herausforderungen sind für mich zum Beispiel Excel, wenn man da zum Beispiel herausfinden muss, wie was gerechnet werden muss. Was mir am besten gefällt, sind so einfache Gestaltungsaufgaben, wie bei Word jetzt einen Text abschreiben und den dann genauso gestalten, wie es auf dem Blatt Papier aussieht. Oder PowerPoint-Präsentation, das mache ich auch sehr gerne. Bei den Aufgaben her muss ich sehr oft nachfragen, bis ich die Aufgaben verstanden habe, beziehungsweise bis ich es alleine hinkriege. Aber ich probiere es auch alleine. Also ich probiere es meistens erstmal alleine und wenn dann Fragen aufkreuzen, kann ich auch fragen. Ich habe ein perfekt ergonomischen angepassten Schreibtischplatz. Da ist ein verstellbarer Schreibtisch dabei. Wenn ich nicht mehr sitzen kann, kann ich den Tisch zum Beispiel hochfahren und dann kann ich ein paar Minuten, so lange wie ich halt möchte, stehen und dann auch wieder sitzen, wenn mir danach ist. Ich habe einen angepassten Bürostuhl mit einer Rückenstütze, weil mein Wirbel halt gerade ist durch die versteifte Wirbelsäule. Genau, und eine Arbeitsplattenverlängerung. Es gehört ein Internat dazu. Ja, wir haben viele Teilnehmende, die nicht aus Leipzig oder Umgebung kommen, die nicht jeden Tag hierher fahren können, die können hier wohnen. Und das macht das Besondere so eines Berufsbildungswerkes aus, dass wir Fachdienste haben, so nennen wir das. Ich hatte schon Beispiele genannt, Logopäden, Gebärdensprachdolmetscher, wir haben Psychologen, wichtig sind auch Sozialpädagogen. Wir haben MitarbeiterInnen, die unterstützen beim Lernen. Und damit man das Ganze so zusammenbindet, damit einer den Überblick hat, gibt es Case Manager und Case Managerinnen als erste Ansprechpartner für Teilnehmende, die sozusagen den Überblick haben, was ist gerade Stand, wo gibt es vielleicht Probleme, wo wird gefördert. Weil ich besonderen Förderbedarf habe. Zum Beispiel im BVJ konnte ich noch meinen Hauptschulabschluss nachholen, den ich auch geschafft habe, mit besonderer Unterstützung. Im BVB habe ich mich im Fachbereich Büro besser informieren können und ausprobieren können, wie es dann in der Ausbildung wird. Ja, unser Auftrag ist, dass wir junge Menschen ausbilden und dann auch in Arbeit vermitteln. Das ist ganz wichtig, dass es danach auch weitergeht. Wir haben jetzt keine Arbeitsplätze im Unternehmen oder auch woanders, wo wir sagen, so, die sind jetzt frei und sie können hier arbeiten. Da müssen wir ganz
genauso suchen wie jeder andere auch, beziehungsweise die Auszubildenden, sie bekommen aber Unterstützung. Zum einen natürlich Bewerbungsschreiben, Bewerbungstraining, gemeinsame Suche nach freien Arbeitsstellen. Meine Ausbildung dauert noch 2,5 Jahre und nach der Ausbildung sehe ich mich in dem Bereich Sekretariat oder Rezeption in einem Hotel oder Krankenhaus. Also, wenn ich Arbeitswoche habe, also Praxis, stehe ich 6.05 Uhr auf, mache mich fertig, anziehen, Frühstück und dann laufe ich vor ins Hauptgebäude. Das ist nur 5 Minuten von hier. Das ist der Morgen. Und dann, wenn 16.15 Uhr Feierabend ist, komme ich wieder jetzt hierher zurück. Dann ruhe ich mich meistens aus und dann gehe ich manchmal einkaufen. Montag ist zum Beispiel noch der Gebärdenchor, in dem ich seit 2020 mit dabei bin. Und manchmal mache ich auch was mit meiner WG-Mitbewohnerin zusammen. Da sitzen wir meistens da und quatschen oder hören auch manchmal Musik. Und wir gehen auch manchmal ins Freizeithaus. Im Freizeithaus kann man sich mit Freunden treffen, da kann man so Säfte und halt Getränke bestellen, kann man die zusammen mit den Freunden trinken. Manchmal ist da auch Disco und es gibt auch so Bastelangebote. Ja, also dort ist einiges los. In meiner Freizeit, wenn ich zu Hause bin, da treffe ich mich gerne mit Freunden. Mit denen backe ich dann auch gerne mal zusammen oder koche ich mit denen zusammen. Am meisten Spaß macht mir beim Backen, dass ich da abschalten kann und mich nur auf die Zutaten konzentrieren kann und das zubereiten. Und ich höre beim Backen meistens laute Musik mit. Das macht es dann noch besser. Es gab 2 größte Backprojekte für mich in den letzten Jahren. Einmal war das, wo ich das allererste Mal mit Hilfe meiner Mama, muss ich dazu sagen, eine Hochzeitstorte gemacht habe. Die war dreistöckig mit 3 verschiedenen Füllungen, Buttercreme und Fondantrosen und echten Rosen. Und da haben wir die selber zusammen gebaut, sage ich jetzt einfach mal. Und dann noch auch letztes Jahr, 2022, zur goldenen Hochzeit für meine Großeltern. Für die habe ich eine Fondant-Torte gemacht, die ich mir aus verschiedenen Grundrezepten selber ausgedacht habe. Und die ist auch sehr gut geworden, also die sah dann auch echt cool aus. Ja. Beim Backen muss man daran denken, dass man sich natürlich das gewünschte Rezept raussucht. Dann die Zutaten dafür einkaufen geht und dann kann man eigentlich schon loslegen, indem man zum Beispiel die Zutaten vorher schon abmisst, damit man dann keine Hektik hat, wenn ihr zum Beispiel was rührt. Und ja, also alles Schritt für Schritt nach Rezept machen.